Nora Gomringer, Lyrikerin, Erzählerin. Gattungsgrenzen kennt sie nicht, schreibt kurze Geschichten, Hörspiele, vor allem aber Gedichte. Ihre Lesungen sind Performance, ihre Auftritte sind fulminant. Darf ich Sie zu den Vorfällen im Haus und zum 23.02. befragen? Nein. Ihr Sieg beim diesjährigen Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis trug ihr jede Menge zusätzlicher Aufmerksamkeit ein. Unermüdlich ist sie auf Achse. Und jetzt führt sie uns durch ihre Kulturzeit. Dankeschön. Sehr gerne. Beste Zeit jetzt für Kulturzeit. Los geht's. Ins Studio und auf. Ich werde etwas mit der Sprache machen. Ich mache jetzt etwas mit der Sprache. Werde jetzt etwas ganz Bestimmtes, Besonderes mit der Sprache machen. Da werden Sie staunen. Ich werde etwas ganz Erstaunliches machen mit der Sprache. Sie werden Ihren Partner an der Hand fassen wollen. So ganz und gar erstaunlich wird das sein. Auch wenn Sie nicht staunen wollen, weil abgeklärt und aufgeklärt und alles, so wird es doch ganz erstaunlich und unerwartet, ja, unvorhersehbar sein. Vielleicht wollen Sie Gott oder Ihre Eltern anrufen. So etwas Erstaunliches, was ich jetzt vorhabe mit der Sprache. Das wird ganz unerhört sein, was ich jetzt mache mit der Sprache. Dieses Etwas. Kulturzeit 20 Jahre. Ich gratuliere herzlich zum Geburtstag meiner Lieblingssendung und darf diese Jubiläumswoche zusammen mit dem Jazzdrummer aus Leipzig, Philipp Scholz, eröffnen. Und das sind unsere Themen. Böse Reime, wie der IS mit Lyrik Propaganda macht. Luther oder Mutter, Feridun Salmoglu und ich über Sprachvorbilder. Ohne Worte, warum The Tribe trotzdem kein Stummfilm ist. Ich habe Ihnen angekündigt, dass ich etwas mit der Sprache mache. Meine Kunst ist das Gedicht. Immer wieder werde ich gefragt, was können Gedichte heute überhaupt noch ausrichten, wer liest sie? Nach eigener Erfahrung sind Gedichte mächtige Textkleinode. Gedichte können informieren, können trösten. Denken Sie an Nelson Mandela, der in seiner Zeit als Gefangener immer wieder William Henleys Gedicht Invictus zitierte. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Es geht um Schicksal und Seele. Gedichte können Halt geben. Gedichte können aber auch inspirieren. Zum Terror. Gibt es böse Reime? Das ist die inoffizielle Hymne der Terrormiliz Islamischer Staat. Nur Männerstimmen, keine Instrumente. Musik nach den Regeln des fundamentalistischen Islam. Zusammen mit den Bildern kommt die Botschaft auch bei jenen an, die kein Arabisch können. Musik als universelle Waffe. So funktioniert Propaganda. طيب المقام في دولة الإسلام شريعة ربنا نور بها نسمو على النجم بها نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم ودولتنا لقد قامت على الإسلام في ختم ورغم جهادها الأعداء تسوس الناس في الحكم. Auch das ist Propaganda, ein Gedicht aus der Feder des IS, vorgetragen von Mohammed. Er musste vor den Islamisten aus Syrien fliehen. Seine Leidenschaft für arabische Lyrik will er sich nicht nehmen lassen, obwohl die Dschihadisten nun auch dieses Feld erobern. Ich mag sehr gerne Gedichte, in denen es um Gefühle, Sehnsucht und Liebe geht. Schöne Worte mit einer schönen Bedeutung. Ich habe eine besondere Vorliebe für die Musikalität in der arabischen Dichtung. Mit moderner arabischer Dichtung, vor allem Kriegslyrik, beschäftigt sich Leslie Tramontini, Arabistin und Islamwissenschaftlerin an der Universität Marburg. Gedichte haben einen ganz hohen Stellenwert in der arabischen Kultur. Die Poesie wird als die Errungenschaft, die Kulturform par excellence betrachtet. Mit einem Gedicht legt man Zeugnis ab, dass man seine eigene Tradition kennt und dass man daran teilhat. Schon der Koran ist in Verse unterteilt und in Reimform geschrieben. Das Wort Koran bedeutet lies. Das rhythmische Rezitieren der Heiligen Schrift lernt fast jedes muslimische Kind. Auf dieser Tradition baut die Strategie der Terrormiliz auf. Der Rückgriff der dschihadistischen Dichtung auf die klassische arabische Dichtung passiert vor allen Dingen im formalen Bereich, also Form, Metrik und Reim. Dieses Erbe nutzen dschihadistische Dichter aus.
Inhaltlich nicht. Sie füllen also die alten Formen mit ihren propagandistischen Inhalten auf. أمان لف عيشتهم وأطفى جانح السلم فلا كفر يضللهم ولا يخشون من جزم. Auch sogenannte Nashids benutzt der islamische Staat. Nashids, das sind musikalische Lobpreisungen Gottes. Doch in der dschihadistischen Variante geht es nicht um die Liebe zu Allah, sondern um die Liebe zum Kampf. Hinter der propagandistischen Kunst steckt vor allem die Ajnad Medienstiftung des IS. Sie komponiert und produziert sehr viele der Lieder und Gedichte. Auf Internetseiten wie Jihadology verbreitet die Stiftung die Songs und Videos. Die meisten IS-Autoren bleiben anonym. Doch eine Dichterin wird geradezu gehypt in der Szene. Alam al-Nasr gilt als Hofdichterin des Kalifats. 2014 veröffentlicht sie online ihren ersten islamistischen Gedichtband Glut der Wahrheit. In 107 Texten verherrlicht sie den Terror und das Kalifat. Sie ist Syrerin, die anscheinend auch die Anfänge des arabischen Frühlings 2011 in Syrien miterlebt hat. Und sie hat schon damals geschrieben. Da hat sie noch Vokabular wie Freiheit, mein Volk, mein Land und so weiter. Lauter Sachen, die hinterher, als sie sich dann dem islamischen Staat annähert, ganz eine religiöse Prägung, eine religiöse Färbung annehmen. Und Freiheit verschwindet hinterher als Schlagwort, dass sie will, ganz. Mit Nashids versucht der frühere Berliner Rapper Desodog bei jungen Menschen aus Deutschland Gehör zu finden. Lyrik und Propaganda, das funktioniert auch außerhalb der arabischen Welt, weiß Aladin El-Mafalani, Politikwissenschaftler in Münster. Wie jede Bewegung habe auch der radikale Islam einen eigenen Sound, darunter Gedichte. Diese Kunstform ist ansprechend, wohingegen die grausamen Videos auch für diese Jugendlichen nicht eine Alternative darstellen. Diese militante Romantik, die ist attraktiv. Da wird aufgerufen zur internationalen Solidarität mit den muslimischen Unterdrückten. Und zumindest schafft man es, dass alle jetzt darauf vorbereitet sind und eingestellt sind, in eine Richtung gelenkt werden, in eine Richtung auch emotionalisiert werden. Mit Liedern und Gedichten gewinnen die Terroristen womöglich mehr Anhänger als mit vor Blut triefenden Videos. Und auch innerhalb der Gruppe haben die eingängigen Melodien ihre Funktion. Selbst wenn man nicht um sich herum irgendwelche charismatischen Menschen hat, dass man einen Sound hat und Texte hat und Gedichte hat und Kunstform hat, die einen selbst in Situationen des Zweifelns wieder von der Idee und von dem, wofür man sich entschieden hat, immer wieder neu überzeugen. Eine Art Selbstvergewisserung. Schließlich haben die IS-Kämpfer ihre alte Identität aufgegeben. Sie glauben an die Utopie eines besseren Lebens im Kalifat. Sie hören nichts Böses in solchen Liedern und Texten. حياة كم بها رغد كأن فيها في حلمي حياة طالما شوقي بها كم صاغ من نظمي سنى الإسلام سطرها فما أحلاه من رسمي ودولتنا تحققها فليست صاحة بالوهم فما أصفاه من دين وما أسماه من حكم. Gedichte können blenden. Gedichte. Gedichte sind Gefechte, auf weißen Seiten oder Tierhäuten ausgetragen, die von Verdichtung und Ausdünnung Sprechzeugnis ablegen. In aller Kürze. Hoch lebe die Poesie. Dieser Satz mag Ihnen zynisch vorkommen nach dem, was wir über die Lyrik des islamischen Staats gehört haben. Trotzdem, hoch lebe die Poesie. Diesen Satz sagt gleich der wunderbare Schriftsteller Feridun Saymoglu. Ich habe ihn im Lutherhaus in Eisenach getroffen. Das Lutherhaus erstrahlt seit diesem Wochenende in neuem Glanz. Wir durften noch in der Baustelle drehen. Das passt ja irgendwie. Sprache und Handwerk, Luther, Feridun und ich, eine Begegnung. Hallo, hey. Wie schön. Hallo, Nora. Hallo. Hier mit mir in Eisenach. Freut mich. Mich freut es auch sehr.
Geht's gut? Ja, vielen Dank, sehr gut. Oh ja, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Mal hier. Und er hat es für das Volk verständlich gemacht. Ist das unsere Aufgabe auch? Nein. Nein? Denn hochlebe die Poesie, hochlebe deine Poesie, hochlebe die Abwendung von der Realität. Ich weiß nicht, wenn ich das immer in Worte fassen möchte, verstolpere ich mich oder ich werde begrifflich. Wenn ich Folgendes sagen möchte oder erklären möchte, natürlich ist da Rohstoff, natürlich, weißt du, du als Dichterin beziehst dich da drauf, du siehst es. Aber es ist ja nicht nur ein Sehen, sondern also die Dichterinnen und Dichter, ich bin davon überzeugt, haben die Sehergabe. Sie sehen etwas hinter den Worten und etwas hinter dem, was sie sehen. Mhm. Und wenn du mich fragst, ist es unsere Aufgabe, würde ich sagen, unsere Aufgabe ist verdammt nochmal auf unsere Fantasie und zu verlassen. Wie gehst du vor? Was recherchierst du und wer sind deine Beiträger und Zuträger, wenn du so einen Text? Weißt du, ich kann am besten denken, wenn ich gehe. Sollen wir weitergehen? Dann kann ich dann mir Gedanken machen. Man hatte eine Vorlage, man hatte eine Idee. Es gärt in der Rübe. Man beschäftigt sich damit. Ich beschäftige mich damit. Dann gehe ich los. Ich kann nicht in der Stube hocken. Ich muss mir die von mir ersonnenen Schauplätze begehen. Wie ist es bei dir? Relativ ähnlich, nur dass ich glaube, mit der Beschäftigung mit einem Thema und der bewussten Entscheidung, dem eigenen Geist gegenüber, ich will mich um ein bestimmtes Thema jetzt bemühen, wie bei den letzten zwei Lyrikbänden, wie ich es da gemacht habe, mit den Monstern und den Krankheiten beim Morbus. Ja. Da ist es dann so, dass einem auch sehr viel zugetragen wird im wahrsten Sinne. Auf einmal öffnet man sich für ein Thema und merkt, da irgendwie ist das Spektrum geöffnet. Und es kommen sehr viele Berichte von außen, man lässt mehr zu, man liest mehr, man entdeckt auf einmal sehr viel, was zu einem passt. Ich glaube, es ist wie das Phänomen, dass schwangere Frauen sehen. Oder so ein bisschen, man hört das so ein bisschen. Es öffnet sich. Ja, es öffnet sich und man hört mehr und nimmt es mehr wahr. Aber es ist ja interessant, wenn du sagst, du googelst gar nicht, ja? Yeah. Du recherchierst also durch eigene Erfahrung, du reist, du gehst besuchen, du sprichst mit Leuten, du sammelst das. Wie notierst du? Wie sammelst du? Ich notiere mir das, weißt du? Handschriftlich. Ich greife jetzt in die Arschtasche. Das sind dann immer diese Hotel. Arschtaschen wäre übrigens ein schönes Wort. Das hätte sicher Luther auch gefallen. Hätte es, sehr korporal, oder? Ja. Erst wenn ich so einen Ablaufplan habe, wie ein Skript, aber auch mit Kapitel- und Szeneneinteilungen, erst dann bin ich wirklich sicher eingestimmt. Und erst dann habe ich mich verwandelt. Mhm. Verwandlung, das ist jetzt das Stichwort. Verwandlung ist wunderschön, weil ich glaube, dass ich... der Autor immer verwandeln muss, auch einem Thema natürlich anverwandeln, aber dass der Mensch, der am Tag draußen einen Kaffee trinkt, und sich, wir haben uns eben so begrüßt, dass das Wesen, das sich dann aber hinsetzt und diese Arbeit macht, ist ein verwandeltes. Ist immer noch das Grundwesen man selbst, aber es braucht dann doch Magie vielleicht. Halleluja. Weißt du, im Grunde genommen hat es was damit zu tun, mit meiner Kindheit. Da habe ich Frauen, ausnahmsweise nur Frauen, gelauscht. Und es war so leicht für sie, ob sie jetzt eine Geschichte aus der alten Zeit erzählt haben oder ob es ein böses Gerücht war, dem sie nachgehen wollten im Gespräch miteinander. Meine Mutter, meine Großmutter, meine Tanten, die Nachbarin. Oder es ging manchmal auch um die unmögliche Frisur der unmöglichen Frau X. Nein, um Gottes Willen. Und ich hatte von nichts eine Ahnung, saß da oder stand und hörte zu. Weißt du, wenn man in diesem Geist aufgewachsen ist, die Frauen erzählen und es gibt keinen Filter und Schalldämpfer, dann... wird das später, das ist auch ein großes Geschenk gewesen, dann wird das später auch in den schwierigen Momenten, da ich
versuche nach dem richtigen Wort zu greifen. Rettet es mich, dann ist es von großem Vorteil, mich daran zu erinnern, meine Güte, erzähl es doch, erzähl es doch. Sagt sich's leicht. Aber wem erzählst du es dann? Also, ich führe keine Selbstgespräche, aber ich erzähle es auch niemandem. Ich erzähle es auch niemandem, aber toll, ich werde so unernst. Mhm. Es ist ja, wenn man da sitzt an der Schreibmaschine und dann hackt man da rum, dann ist es so eine ernste, klassische Situation. Mhm. Und ich springe da auf und erzählen meine ich damit so wie die Frauen meiner Kindheit. Die sind ja auch, weißt du, die sind da rumgegangen oder haben einen Kaffee gebraut und dann haben sie sich umgedreht und haben gesagt so und so und so. Und es war, glaube ich, wenn ich um ein Wort ringe, dann hilft es mir, dem Fluchtinstinkt nachzugeben und abzuhauen. Also für mich die prägendste Literaturerfahrung ist wirklich keine eigene Lektüre-Erfahrung, sondern wie du es erzählst, kommt bei mir auch aus der Mündlichkeit. Genau. Meine Mutter, die schaumbedeckt in der Badewanne liegt, mit einer Zigarettenspitze rauchen und mir Märchen vorliest dabei. Ne? Und das ich sitze vor der Badewanne und lausche. Das ist ein ganz intensives Bild, das sich eingeprägt hat. Herrlich, oder? Ja. Merci. Es ist niemand verboten, ein Besseres zu machen. Halleluja. Flüstern. Flüstern. Diesen Text gibt's gar nicht. Dieser Text gibt keinen Laut, dieser Text muckst sich nicht, begehrt nicht auf und murrt kaum. Ich gebe zu, es gab da den Gedanken an einen Text, aber diesen Text, den gibt es gar. Gestern war der internationale Tag der Gehörlosen. Etwa 70 Millionen Gehörlose gibt es weltweit. Eine Art, sich zu verständigen, ist die Gebärdensprache. Sie besteht aus Handzeichen, Mimik und Körperhaltung. Die Gebärdensprache ist von Land zu Land unterschiedlich. Sie variiert sogar in verschiedenen Dialekten. Der ukrainische Kinofilm The Tribe vertraut ganz auf die Aussagekraft der Gebärden.
In Cannes gewann der Film 2014 zahlreiche Preise. So mutig, den Film auch für den Oscar als besten nicht-englischsprachigen Film einzureichen, war man dann aber doch nicht. Bei uns kommt er am 15. Oktober in die Kinos. Was wirklich geschieht? Publikum kommt, Dichter setzt sich, Publikum schaut. Dichter richtet sich aus, Dichter legt seine Bücher und Blätter direkt vor sich. Dichter krempelt die Ärmel hoch, nimmt die Krawatte ab. Dichter berührt einmal kurz das Mikrofon, Publikum verstummt. Dichter lächelt erst dann und nur für einen kurzen Moment ins Publikum. Publikum lächelt zurück, Dichter hält inne, während über ihn gesprochen wird. Publikum klatscht, Publikum nickt, Sprecher geht. Dichter dankt für die einführenden Worte, danke für die einführenden Worte. Dichter erklärt das weitere Vorgehen, Dichter fragt, ob man ihn denn auch in der letzten Reihe versteht, wenn er so spricht. Publikum ruft ja, letzte Reihe murmel, murmel, Dichter räuspert sich, Dichter beginnt mit der Lesung, indem er sagt, ich beginne. Publikum raschelt, Dichter liest, Publikum lauscht, Publikum schaut, Publikum hustet, hustet, Publikum hört eines und versteht ein zweites, Publikum platzt. Dichter seufzt, Dichter trinkt, Dichter schenkt nach, schenkt ein, teilt aus, Dichter liest, Publikum klatscht. Dichter hat getan, was er konnte, Dichter steht auf, Dichter verbeugt sich, Dichter signiert, Dichter geht ab, steigt in seinen Ferrari, braust in die Nacht. Dichterlesung in Frankfurt im Literaturhaus. Gelesen wird aus den Büchern der aktuellen Shortlist für den Deutschen Buchpreis. 6 Autoren, 6 Bücher und ein magischer Moment. Der Moment, in dem das gedachte, geschriebene Wort zu Klang wird. Hier geht es um Sprache, um den Sound von Literatur. Monique Schwitter ist ausgebildete Schauspielerin. Sie kennt den Moment, in dem die Schrift zum Laut wird. Eins im anderen ist der Nachruf einer Frau auf 12 Liebhaber, denen sie die Namen der 12 Apostel gibt. Am Anfang stand Petrus, mit ihm hat alles begonnen. Er hat mich zu Andreas geführt. Die Geschichte könnte hier enden. Kaum schreibe ich das hin, taucht ein riesenhafter Schatten hinter mir auf, schwankt näher, wird größer, hüllt meinen Bildschirm in Dunkel. Petrus? Ich drehe mich um. Mein Mann steht da. Wenn Sie schreiben, bedenken Sie den Klang gleich mit? Ja, es ist so, dass ich, ja, das ist eine interessante Frage, weil tatsächlich höre ich es, bevor ich es schreibe. Ich höre es, dann schreibe ich es und in der Lesung wird es wiederum zu Klang. Jenny Erpenbeck gibt in Gehen, Gingen, Gegangen afrikanischen Flüchtlingen eine Stimme. Die klingen manchmal absurd und gerade dadurch authentisch. Hi, schreibt der Dünne, how are you? Richard schreibt zurück, fine, how are you? Es stellt sich heraus, der Dünne hat einen Termin auf dem Bezirksamt. Richard schreibt, hast du jemanden, der dich begleitet? Karen schreibt zurück, I have no body. No body, schreibt er wirklich, ich habe keinen Körper. Haben Sie denn einen Lieblingsbuchstaben bzw. einen Lieblingslaut, den Sie gerne hören? Ja, ich würde mal sagen, Lieblingsbuchstabe vielleicht A und Lieblingslaut U. Was ist da für Sie der Unterschied? A ist rot und U ist dunkelblau. Die Farbenlehre der Sprache. Rolf Lappert erzählt Ihnen über den Winter von einem Konzeptkünstler, den eine Familienkrise aus dem Takt wirft. Als er 28 war, erreichte ihn die Nachricht, sein Vater habe sich bei einem Sturz auf der Kellertreppe den Schädel gebrochen. Albert, das Einzelkind, ging zurück nach Deutschland und blieb dort, weil er seine Mutter nicht mit dem zum Pflegefall gewordenen Mann allein lassen wollte. Frank Witzels Roman hat einen sprechenden und den mit Abstand längsten Titel auf dieser Shortlist. Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Für einen Moment bedeckt sich der Sommerhimmel und es ist still. Eine Stimmung wie eine Erinnerung aus einer fernen, fernen Zeit. Gab es damals den Tod noch nicht, nur Sommerferien? Haben Sie einen Lieblingsbuchstaben oder Lieblingsklang? Bei mir ist es mehr so die Prosodie, also der Klang, der sich über so einen Satz entfaltet. Ulrich Pelzer sucht in seinem Roman »Das bessere Leben«.
Die Hauptfiguren? Zwei Manager im Turbokapitalismus. Es geht ums Geschäft und vergessene Träume. Er schreckte hoch. Dunkelheit um ihn herum, kein Geräusch, nur sein Atem. Dieser Knall, als das Barackendach einstürzte, beißender Rauch. Ein Blitzen, rot und blau, über den Köpfen der johlenden Menge. Keuchend befreite sich Silvester die Fleming aus der verdrehten Decke und rieb seinen Nacken. Inge Maria Mahlke, Wie ihr wollt, ist ein historischer Roman, der mehr über die Gegenwart aussagt als über die Vergangenheit. Eine Art Anti-Wanderhure. Die Tudor-Zeit aus der Froschperspektive von Mary Grey, der kleinwüchsigen Cousine Elisabeths I. Klein bedeutet Kind, hat Kies gedacht. Ist ganz nah an mein Ohr mit seinem Mund, abends in unserer Ecke beim Tor an der Themse. Hat sich vorher umgeblickt, wollte sicher sein, dass keiner zuhört. Hast du Haare da unten? Hat er gefragt. Arbeiten Sie auch gezielt mit den Klängen, die es später haben wird? Der Rhythmus. Also mir geht es immer um den Sprachrhythmus. Es geht gar nicht so sehr um Klangfarben oder ähnliches, sondern es geht ganz klar um Rhythmus. Alle meine Texte sind eigentlich durchrhythmisiert. Rhythmen, Buchstaben, Satzmelodien. Literaturlesungen machen Sprachbilder zu Klangbildern. Maud von Hauwart. Mikrofonanlage. Vor kurzem war ich auf der Beerdigung einer Frau und nachher begegnete mir ihr Mann und er sagte mir, dass er es so schrecklich fand, das mit der Mikrofonanlage. Ich wusste erst gar nicht, was er meinte, aber später verstand ich. Und wenn ich jetzt dran zurückdenke, dann glaube ich, dass das wirklich am allertraurigsten war. Das mit der Mikrofonanlage. Dass sie da lag, dass die Kirche voll, dass es ganz viele Blumen und dass eben die Mikrofonanlage. Dass sie da lag, dass die Kirche voll, dass es jemanden gab, der speziell aus Deutschland gekommen, das erfuhr ich später. Dass die Hosen ordentlich gebügelt, dass ihr Sohn für diese Gelegenheit sogar neue Schuhe, dass es ganz viele Blumen und dass eben die Mikrofonanlage. Dass sie da lag, dass die Kirche voll, dass es ganz viele Blumen, dass es Karten, einen ganzen Korb voll, dass sie Leute von überall, dass sie noch viel zu jung, dass ihre Töchter, dass ihr Sohn, dass ihr Mann alleine jetzt. Dass sie da lag, leise und ausgestreckt. Dass ich hinten in der Kirche, ich kannte sie gar nicht, und dass eben die Mikrofonanlage. Dass sie da lag, dass die Kirche, dass es ganz viele Blumen, dass die Seitenschiffe voll, dass es Weihrauch, dass der Priester damit hin und her schwang, dass er sagte, dass sie sich nun genau wie der Weihrauch in den Himmel kringelte. Dass ich dachte, in den Himmel kringelnder Weihrauch, das ist wirklich die schlechteste Metapher für eine gestorbene Mutter. Dass jeder dachte, was, wenn meine Mutter je, was, wenn du je, wenn die Kirche voll, dass, wenn es ganz viele Blumen, dass dann wenigstens eben die Mikrofonanlage, dass sie schon monatelang nach der angemessenen Musik gesucht, das erfuhr ich später, dass die Hosen, dass die Blumen, dass die Karten, dass auf dem Sarg ein Porträt, dass ich hinten in der Kirche und dass ich dachte, dass wir den Tod nicht, das geht ja noch, aber dass wir nicht einmal die Mikrofonanlage, dass ich nach Hause fuhr und dass das das Einzige war, woran ich dachte, dass wenn meine Mutter je, dass wenn du je, dass wenn die Kirche voll, dass wenn es ganz viele Blumen, dass ich dafür sorgen würde, dass die Mikrofonanlage wenigstens gut, wenn nicht perfekt. Ich hatte versprochen, ich mache heute etwas mit der Sprache. Was aber, wenn die Sprache beginnt, sich aufzulösen? Hab vergessen. Hab vergessen zu benennen, wie die Straßen, die Dinge, auf denen die Tassen, im Regal dort hinten in der Auffahrt stehe ich nackt. Die Haare offen, trag ich deinen Ring. Kommt ein Mann täglich wie ein, wie heißen die? Will mich Kindlein wiegen. Streichelt über meine Wange, denk ich, Mörder, du Dieb, sie lassen sie das. Bitte weitermachen, unablässig. Riech ich nach Arnika. Alte Frau, rufen sie mir zu. Ich frag sie, wen meint ihr damit? Steh ich nackt in der Auffahrt. Hab vergessen. Was bleibt? Zunächst der Hinweis, dass hier weiter Geburtstag gefeiert wird und es auch morgen eine spannende Kulturzeit gibt. Morgen mit dem Direktor des Städels, Max Hollein.
Es geht um alles, außer Kunst. Und jetzt noch einmal Musik. Ich habe Ihnen meine Bamberger Symphoniker mitgebracht. Ich habe sie die letzten 2 Jahre auf ihren Reisen begleitet, unter anderem nach China, immer zusammen mit dem Fotografen Andreas Herzau. Hier Bilder aus seinem Fotoband, der nächstes Jahr erscheinen wird. Feiern Sie die ganze Woche mit Kulturzeit. Philipp Scholz und ich verabschieden uns und wünschen Ballons, Pralinen und alles Gute. Zum Schluss sehen Sie die Bamberger Symphoniker mit ihrer Vertonung des Zauberlehrlings. Und denken Sie daran, Gedichte können und sollen Spaß machen. Ein schweizerisches Auf Wiedersehen und ein fränkisches Adela. Thank you.